Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Grünburg City im Endeffekt, also City Skylines mit unserem Projekt Grünburg. Es fehlen ja wieder Arbeiter, das heißt, wir müssen eigentlich mal wieder anfangen und mehr Wohnungen bauen. Ich überlege halt, ob es Sinn macht, jetzt noch weiter nach hinten erstmal zu bauen, aber dann wird halt auch wieder der Weg auf Arbeit weit. Und ich habe auch gemerkt, dass das Industriegebiet gar nicht so viel Fläche braucht, weil die haben überhaupt keinen Bock auf Industrie momentan. Die wollen einfach noch mehr Wohnungen, Wohnungen, Wohnungen. Ich pausiere auch nochmal kurz, weil ich kurz überlegen will. Eigentlich würde ich ganz gern erstmal Gesundheitswesen und eine Schule bauen, weil das nimmt dann sowieso wieder Platz weg. Wo ich jetzt Wohnungen hinbaue, dann bauen die da die Wohnungen, dann werden die wieder weggerissen, weil die Schulen halt da stehen. Das ist auch blöd. Aber was haben wir eigentlich für Gewerbegebiet? Also für Dinger hier, Gemischtwarenladen, Gebäude im gering besiedelten Gewerbegebiet, im Normalbetrieb, 4 von 6 Arbeiter, okay, es könnten auch mehr sein. Convenience Shop, Drogerie, das sieht eher aus wie ein Diner und nicht wie eine Drogerie. Steht auch da Pancakes. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen realistischer machen können, dass man nicht die Namen vertauscht, aber egal, ist auch nicht so wichtig, nicht so schlimm, sagen wir mal so. Und ja, ich werde jetzt erstmal. Es ist noch keiner krank, ne? Ah, hier ist es schon ein bisschen braun, wie man sieht. Das bedeutet, da ist schon ein Problem. Moment, wie komme ich hier? Genau. Gebäude im gering besiedelten Wohngebiet. Also, die sind nicht ganz glücklich. Ich glaube, weil die halt krank sind. Da ist noch keiner richtig todkrank. Da kommt dann, glaube ich, auch so ein Symbol halt über dem Haus. Aber die sind schon nicht so fit. So, und jetzt können wir direkt mal gucken. Also, mein Plan ist jetzt erstmal, dieses System von Seitenstraßen und Kasten bis zur Kurve durchzuziehen und dann so ein bisschen mal abzuhauen nach links, also was Verrücktes machen mit einer Kurve, dass dann diese zwei Straßen nicht die ganze Zeit nebeneinander laufen. Dann könnten wir hier weiterhin Industrie bauen und natürlich wird die nicht so schnell und so stark gebaut wie diese Wohn- und wie diese Gewerbegebiete, aber das ist so mein Plan, also erstmal dieses System bis zu der Kurve ungefähr fortzusetzen und dann können wir expandieren und gucken, was wir machen, okay? Das ist so mein momentaner Plan. Also, will ich jetzt natürlich schauen, wie ich am besten diese Schule platziere. Wir sehen ja, dass diese Straßen hier grün eingefärbt werden. Das heißt, so weit reicht die Schule. Quatsch, der Arzt. Das wäre also kompletter Schwachsinn von mir jetzt, die hier hinzusetzen, weil dann versorge ich die ganze Autobahn mit meinem Krankheitswesen. Das bringt ja gar nichts. Das heißt, es ist eigentlich schlau, so weit wie möglich hier nach rechts zu gehen, bis dann halt das Grüne nur noch bis hierhin reicht. Und ich denke, dafür müssen wir erstmal noch ein paar Straßen ziehen. Wir müssen ja nicht direkt die ganzen Felder mit Wohngebieten ausziehen. Können wir natürlich, wenn wir wollen. So. Zack. Zack. Oh, hier ist eine Unebenheit. Scheiße. Kann ich irgendwie diese Fläche hier einebnen oder so? Weil ich kann jetzt hier nicht genau, wie ihr seht, entweder wird mir halt ein Stück geklaut. Dann habe ich links halt nicht das Optimum. Oder ich muss ein Stück weiter nach rechts. Nee, Quatsch, bin ich komplett doof. Ich muss ja so ziehen. Vielleicht geht es ja doch. Okay, noch. Ach, es geht doch. Ach, Glück gehabt. So. Ah nein, ich habe es ein Stück zu weit gemacht. Oh nein. Oh nein, warum will er denn direkt alles abreißen? Nicht alles. Ich will. Wie mache ich ihn jetzt nur. Wie mache ich ihn jetzt nur ein kleines Stück weg? Okay, scheint nicht zu gehen. Dann machen wir halt so. Okay, jetzt passt. Wir machen jetzt noch einmal und dann gucken wir noch mal, ob wir da jetzt schon einen günstigen Platz haben für unsere Arztpraxis. So. Ach ja, auch die sollte ich natürlich nicht wieder direkt an die Hauptstraße setzen. So, das geht immer noch ziemlich steil auf die Autobahn. Das auch. Das nicht mehr ganz so sehr. Oh, wir müssen aber sehen, da ist schon das hier oben nicht mehr richtig ausgegrünt. Das muss natürlich ausgegrünt sein. Das heißt, darauf müssen wir achten. Wir könnten vielleicht noch eine Verbindungsstraße von hier zu hier machen. Damit wird man dann auch die Hauptstraße entlasten. Das sieht, glaube ich, ziemlich cool aus. Und dann wird auf Garantie das auch ausgegrünt sein. Oder vielleicht schaffe ich sogar das dann von hier. Oh, das probieren wir jetzt mal aus. Das machen wir jetzt mal. Passt mal auf. Das wäre richtig geil. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Es kann sein, dass es richtig, also dass es gar nicht klappt, aber wenn wir jetzt das Ganze hier. Vielleicht macht das sogar Sinn, das ganz hinten hinzubauen. Und dann haben wir quasi so eine Art Umgehungsstraße zum Arzt. Können wir das machen?
Ich weiß gerade nicht, ob es Sinn macht. Wir speichern mal. Wobei, es ist, also wir haben genügend Kohle, ne? Also ich speichere jetzt trotzdem einfach mal Grünburg 1. Stellt euch mal vor, es stürzt ab und diese absolut optimal gebaute Stadt ist weg. Grünburg 1. So. Genau. Also wir haben ja genügend Kohle. Wir können das jetzt machen. Ich will noch mal kurz gucken, wo ich das jetzt hinbauen würde. Also schon eher hier an die Kreuzung ran. Aber wenn ich es jetzt da beispielsweise... Oh, ich bin am Überlegen, ob ich das mache. Das Ding ist ja, mir fällt gerade ein, wenn ich das machen sollte, dann müsste ich ja eigentlich eine Umgehungsstraße von allen... von all diesen drei Straßen da hinbauen. Wisst ihr, wie ich meine? Es macht ja nicht keinen Sinn, dann... Muss ich kurz überlegen, jetzt muss ich kurz überlegen. Oh, macht das Sinn, macht das Sinn? Gerade echt am Überlegen. Passt mal auf, ich habe eine Idee. Ich ziehe jetzt einfach. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich ziehe aber jetzt einfach mal die Straße dahin. Also, wenn, dann müsste ich es hier machen, damit es richtig lohnt. Weil damit es richtig ausgegrünt ist. So, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich setze das jetzt hier hin. Und wenn nicht, reißen wir es halt ab. Oder wir können, glaube ich, auch Gebäude versetzen. So, selbst die freuen sich doch so ein bisschen, obwohl sie gar nicht mehr richtig drin liegen. Und jetzt schauen wir uns das nochmal an. Ne? Ach so, das ist noch nicht. Das ist noch nicht mit Action versehen, das Ding. Deswegen können wir noch nicht sehen, was für ein Einzugsbereich das hat. Ach, wir hätten erst die Straße setzen sollen. Fuck, man. Aber egal, ich mach's jetzt trotzdem mit der Straße. Ja, Stromanbindung brauchst du jetzt auch noch, verdammt. Ziehen wir mal von hier, hier rüber. So. Ich ziehe jetzt trotzdem so eine Straße, weil ich einfach sehen will, ob das meine Idee mit dieser Umgehungsstraße cool ist. Freie Straßenform. Wir gucken, wie eine normale Kurve aussehen würde. Oh ne, das wäre eine ziemlich hässliche Kurve. Die wäre okay. Immer noch ziemlich steil, aber wäre okay. Die gefällt mir gut. Aber je größer die Kurve, desto weiter ist der Weg natürlich auch, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ich überlege gerade, ob das Sinn macht. Da können wir auch Gewerbegebiete dann zum Beispiel hinsetzen. Nicht genügend Geld. Oh Kacke, wir haben kein Geld mehr. Scheiße, wir müssen erstmal Geld machen. Geil, dass wir für eine Straße kein Geld haben, verdammt nochmal. So, die Arztpraxis ist jetzt da. Die Leute sind ein bisschen drin in der Arztpraxis. Arztpraxis ist doch schon mal ganz gut. Und wie viel hat die gekostet, die Straße? Scheiße aus. Wir brauchen ungefähr 3000 auf jeden Fall. Sieht schon ein bisschen besser aus. 3360. Wir machen ja auch noch 200 irgendwas. Wir sollten vielleicht einfach mal Wohngebiete ziehen, ich Trottel. So, passt mal auf. Wir ziehen jetzt Gewerbegebiet. Machen wir mal. Wir brauchen erstmal Wohngebiete, scheiß drauf. So. Gewerbegebiet machen wir hier. So. Der Rest Wohngebiet. Damit erstmal die Gelüste gestillt werden. So. Haben jetzt auch alle Strom? Ja, gleich. Wasser haben noch nicht alle. Wir ziehen schon mal die nächste Straße. So, jetzt haben wir die falsche Straße. So. So, wir haben ja nicht genug Kohle, ne? Doch, Kohle haben wir jetzt erstmal genügend. So.
So, das scheiß Strom, den nervt sich hier rum, aber das macht ja erstmal nichts. Sobald wir es abreißen, können wir das dann auch wieder komplett besetzen mit Wohngebieten. Wir ziehen jetzt immer hier Wasser lang. So. Dann reißen wir den. Den Strom dürfen wir noch nicht abreißen. Eigentlich brauchen wir jetzt das gar nicht mehr, oder? Die Stromleitung. Weil ja logischerweise die dann gleich alle Strom haben, wenn die da miteinander verbunden. Ja, die brauchen wir gar nicht mehr. So, das sieht nur hässlich aus und es kostet ja wie gesagt alles auch irgendwie Unterhalt. Deswegen lassen wir das auch mal weg. Brauchen immer noch eine Menge an. Arbeitern, wie wir sehen. Wir haben ja jetzt erstmal noch genügend Baugebiet, was also noch nicht bebaut wurde. Von da denke ich mal, passt das schon. Das Gewerbe brauchen wir gar nicht mehr. Wir brauchen echt nur Wohnungen. Das gibt es gar nicht. Wie wenig Gewerbe die brauchen im Vergleich zu Wohnungen. Und wir gehen mal wieder auf schnelle Geschwindigkeit. Und wir machen schon 1000 plus in der Woche. Das ist schon mal ziemlich cool. Eigentlich müssten wir ja auch mal eine Bücherei bauen. Verdammt nochmal. Und so krass, wie lange wir mit diesem kleinen Industriegebiet auskommen. Ich glaube, da ist noch nicht mal alles zugebaut. Ne, noch nicht mal ansatzweise. Oh, jetzt habe ich gerade was weggenommen. Das hätte ich komplett unterschätzt, wenn ich das gewusst hätte, verdammt. Dann hätte ich das Ganze ein bisschen anders aufgebaut. Aber okay, das ist halt der Lernfaktor. Ja, Regen haben wir mal angelassen. Sehr schön. Oh, würdiges Dorf. Erreichen Sie eine Bevölkerung von 1000. Und ich habe noch nicht mal alles gebaut, was wir jetzt nach diesem ersten. Was war das? Großer Weiler oder sowas hätten bauen können. So, neue Features. Stadtviertel. Mit Hilfe von Richtlinien können Sie Ihre Stadt in spezialisierte Bereiche unterteilen. Was ist das? In der Bereichsansicht können Sie neue Grundstücke kaufen. Okay. Richtlinien. Mit Richtlinien können Sie Regulierungen und Spezialisierungen für die ganze Stadt oder einzelne Viertel ausgeben. Oh, das klingt interessant. Zweites Darlehen brauche ich nicht. Spezialisierung für Viertel. Richtlinien für Dienstleistungen. Feuerwehr. Polizei. Einzigartige Gebäude. Ja, Feuerwehr und Polizei müssen wir dann auf jeden Fall irgendwann bauen. Neue Industriespezialisierungen. Forstwirtschaft und Spezialisierung Landwirtschaft. Stromverbrauch. Neue Richtlinien. Stromverbrauch. Wasserverbrauch. Verteilung von Rauchmeldern. Feuerwache und Polizeiwache. Einzigartige Gebäude. Shoppingstatue. Stadtklasse 1. Anforderungen Stadtklasse 1 ist eine wunderbare Sache. Die Shopping-Statue erinnert die Leute ständig an die Glückseligkeit, etwas zu kaufen. Anforderungen für den Bau des Hadron Colliders. Das heißt, die sollen wir dann vielleicht in die Gewerbegebiete platzieren. Platz der Toten, ein gruseliger Platz zum Feiern der Totenbeseitigung der Stadt. Anforderungen der Bau des Kernkraftwerkes. Füllen Sie drei Instanzen von Friedhof, Stadtklasse 1. Ja, die ist noch nicht freigeschalten, also egal. Errungenschaft ist auch egal. Ich würde halt jetzt 24.000. Ach, man bekommt immer Kohle, wenn man eins aufgestiegen ist oder was? Sehr geil. Dann drücken wir erstmal kurz Pause. Ich baue jetzt auf jeden Fall erstmal. Wo ist jetzt so unser. Da. Ah, und jetzt sehen wir nämlich. Jetzt sehen wir nämlich, dass das gar nicht so krass drin ist. Das heißt, sie haben einen relativ weiten, unangenehmen Weg. Und das wollen wir ihnen ja ersparen. Auslastung: 3 Patienten von 100 behandelt. Patient letzte Woche 1. Also ist noch überhaupt überfüllt. So, das war hier. Und dann werde ich auch mal von der Straße aus also jetzt endlich versuchen, diese Kurve zu ziehen. Was mache ich eigentlich, wenn ich hier eins mache? Hä? Das war überhaupt nicht der Plan, verdammt nochmal. So ein Scheiß. Ich verstehe nicht freie Straßenform, aber wenn ich freie Straßenform klicke, dann müsste doch eigentlich. Einfach eine normale Kurve. Verstehe ich nicht. Egal. Ich will eigentlich auch nur eine normale Kurve haben. Mach das ungefähr über die Mitte. Das sieht noch nicht geil aus. Ich glaube, das sieht ganz gut aus, oder? Ja. So, und jetzt bin ich ja mal gespannt, ob mein Plan aufgeht.
Machen wir wieder Tempo. Dass die Arztpraxis. Nee. Das ist dieses Gebiet trotzdem weg. Scheiße! Mein Plan ist nicht aufgegangen, aber es ist ja nur minimal. Also, die sind ja nur minimal nicht im Einzugsgebiet drin und die haben sich ja auch gefreut, als der Arzt da war. Also, ich hoffe mal, dass das die jetzt nicht ganz so sehr ärgert. Oh, schade, dass mein Plan nicht aufging. Aber ich lasse die Straße jetzt trotzdem, weil ich denke, das verschönert unsere Stadt und es sieht irgendwie cool aus. Über Richtlinien. Schauen wir uns mal die Richtlinien an. Ich würde zwar gerne erstmal so Sachen bauen wie Bildung etc., aber egal. Stromverbrauch, was heißt das? Stromsparen ist wichtig und der beste Weg dazu, in Gebäuden Stromzähler zu installieren. Verringert Stromverbrauch moderat. Unterhalt 5 Cent pro Gebäude. Das kostet... Was für Kosten kommt auf uns zu? Kann ich jetzt mal irgendwo angucken, wie viel jetzt weniger wird? Wenn ich also das. Wir lassen es aus, aber gehen wir auf Geschwindigkeit 1. Machen das an. Ah, da ist es ein bisschen gesunken, alles klar. Die neuen Stromzähler ermutigen die Bürger zum Stromsparen. Das schlägt sich fast sofort zu Buche. Sehr gut. Wasserverbrauch. Halbieren Sie durch die Installation von Wasserzählern in Gebäuden die Duschzeiten Ihrer Bürger und zeigen Sie ihnen den Weg zu einem bewussteren Wasserverbrauch. Verringert Wasserverbrauch moderat, Unterhalt 5 Cent. Nehmen wir auch. Müsste dann ja auch nur ein klein wenig quasi. Ah, senkt schon so ein bisschen die. Den Gewinn quasi, aber egal. Und wir haben noch. Oh, die wollen keine neuen Wohnungen bisher haben. Das ist ja krass. Wir haben es echt geschafft, sie zu sättigen. Es wird aber auch Zeit. Haben wir eigentlich schon neue, coole Häuser? Ja, gucken wir dann mal. Oh, was ist denn das hier? Neues Fabrikgebäude. Sehr schön. Gut, und dann wollen wir mal Verteilung von Rauchmeldern. Machen Sie das Leben Ihrer Bürger sicherer und erleichtern Sie der Feuerwehr Ihre Arbeit, indem Sie Gebäude Rauchmelder installieren. Schlechte Kochkünste werden nicht länger zu Hausbränden führen, zumindest nicht ganz so oft. Auch wieder 5 Cent pro Gebäude. Machen wir auch mal. Wir haben ja noch keine Feuerwehr, das will ich als nächstes machen. Oh, und hier, ich habe euch gesagt, dass die Straße irgendwann ein Problem wird. Das ist hier... Ach nee, Quatsch, da stehen ja... Ach nee, das sind wieder irgendwelche Bekloppten, die hier auf der Kreuzung parken. Ich dachte schon, die wäre der totale Stau, aber es ist gar nicht so viel los. Okay, das haben wir geschafft, sehr schön. Gute Richtlinien, die aber halt nicht negativ waren, außer dass sie halt ein bisschen Geld kosten, aber scheiß drauf. Wirtschaft. Ach so, hier kann ich Steuern erhöhen, aber solange wir Geld machen, solange wir keine Geldprobleme haben, würde ich halt die Steuern erstmal so lassen, wie sie sind. Da freuen sich die Leute und ziehen viel ein, das macht doch Spaß. Ach, hier kann man sehen, wie viel Kohle man bekommt. 1600. 1008. Und nur 600, ja gut, wir haben auch echt wenig Industrie, ist klar, dass die wenig Steuern bezahlen müssen. Einnahmen sind 4000 irgendwas. Ausgaben. Oh fuck, unsere Ausgaben steigen gerade immens. Durch Strom, Wasser, Gesundheitswesen, Straßen, Richtlinien. Oh Gott, Richtlinien sind ja total teuer, guckt euch das mal an. Die Richtlinien kosten einfach mal 2500 irgendwas. Ach du Scheiße. Lasst uns mal kurz das hier alles ändern mit den Richtlinien. Das können wir, glaube ich, mal machen, wenn wir richtig, richtig viel Kohle haben, weil das mit den Richtlinien ist... Oh Gott, ist das teuer. Jetzt wird es wieder weniger und wir gehen wieder ins Plus. Oh mein Gott, war das teuer mit den Richtlinien. Wir haben so viel Plus gemacht ohne die. Ich lasse die Richtlinien erstmal weg, bis es halt so ist, dass wir wirklich gut Geld machen. So, jetzt machen wir mal eine Bildung hin. Bevor die Feuerwehr auftauchte, es gab keine Feuerwehr bisher. So, erstmal Bildung. Wo stellen wir die jetzt hin? Wir haben ja gelernt, dass es überhaupt gar nichts bringt, das so weit wegzumachen mit dieser Straße da. Also muss jetzt schon mal alles drin sein. Oh, und die Schule hat also nicht so weit Reichweite, wie wir sehen. Da kommen wir gerade so. Oh, da kommen wir ja schon in Probleme, muss ich sagen. Kommen wir schon ganz leichte Probleme. Wenn wir die hier hinbauen, ist nicht sehr viel besser. Ich glaube, wenn wir sie so... Was ist, wenn wir die so... Ne, das bringt gar nichts. Wenn wir die so bauen, das sollte noch im Rahmen sein. Da ist oben rechts ein bisschen blöd. Wobei mir fällt gerade ein, da müssen wir wahrscheinlich sowieso dann irgendwann mal eine neue Schule bauen. Weil wenn wir hier dann weiter Wohngebäude bauen, also Wohngebiete bauen wollen, haben wir natürlich das Problem, dass die gar nicht in der Schule drin sind. Scheiße, Mann. Machen wir das jetzt am besten. Ich baue die jetzt trotzdem hier hin, denke ich.
Ja, freuen sich schon alle irgendwie. So, Schule haben wir erstmal. Dann würde ich sagen, als nächstes Feuerwehr. Es ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger als. Soll ein Tick wichtiger sein als das. Als die Polizei. Wir haben auch glücklicherweise noch niemand, bei dem es brennt oder so. Feuerwehr. Also in der Industrie brennt es, glaube ich, ganz gerne. Und im Wohngebiet. Ich glaube, Gewerbe brennt eher selten. Das heißt, wir müssen halt auch gucken, dass wir. Ah ja, die Feuerwehr können wir auch einfach an die Seite bauen. Ich weiß halt nicht, ob. Oh, die haben ja Probleme, da ist es schon braun. Ich weiß halt nicht, ob wir vielleicht sogar hätten die Schule auf die Seite bauen. Nee, das wäre Quatsch gewesen. Ja, aber die Feuerwehr können wir hier überhin bauen. Vielleicht zur Kreuzung direkt, weil so ist ja alles drin, wie wir sehen. Da ist wirklich alles perfekt drin. Vielleicht sogar ein bisschen zu sehr perfekt. Moment, hier oben bauen wir noch eine Verbindung, auch für die Müllabfuhr wieder. Und zwar bauen wir die Verbindung hier hin. Nee, das war nicht, was ich wollte. So. Da kann nämlich die Müllabfuhr dann direkt wieder hier hin, wenn sie da hin wollen. Oh, die haben Probleme mit Polizei. Also mit Polizei haben sie keine Probleme. Doch, sie haben Probleme mit der Polizei. Es gibt nämlich keine. Ich würde jetzt trotzdem erst gerne mal die Feuerwehr bauen, aber dann machen wir halt mal kurz Pause. So. Ich will es halt so weit wie möglich ausreizen, weil da unten ist ja nichts mehr. Ich muss ja nur gucken, dass das hier noch mit dem Bereich ist, gerade so. Okay, das sieht ganz gut aus bisher. Ich denke. Das hier so vielleicht. Also ich baue mal, versuche mal. Ich will schon meine Bürger zufriedenstellen, sag ich mal. Wenn jetzt im Kohlekraftwerk brennt, wird es schwer, wenn ihr mal unten rechts in die Ecke guckt, aber egal. Ich denke, ich baue die hier hin, die Feuerwehr. So. Sollte sich erstmal alle schön freuen. Und beim nächsten. Jetzt habe ich die Polizei, nicht, war die Feuerwehr, sehr gut. Und beim nächsten Mal würde ich sagen, schauen wir uns dann die. Sieht aber schon ziemlich modern aus, die Feuerwehr. Relativ klein, aber egal. Unterhalt 560 pro Woche. Oh, zum Glück habe ich diese Richtlinie wieder ausgestellt. Kosten nämlich nichts mehr. Aber unsere Ausgaben werden jetzt so massiv steigen durch Feuerwehr und durch Polizei. Ich hoffe halt bloß, dass die Bürger jetzt mehr Bock haben, wieder bei uns einzuziehen und mehr Gewerbe und Industrie bebauen. Mal gucken. Eieiei, Löschfahrzeuge 0 von 6. Also 6 Fahrzeuge können auf einmal ausrücken. Das ist schon mal gut zu wissen. Also dann, beim nächsten Mal bauen wir die Polizei. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Praxis, bis zum nächsten Mal. Bis morgen auf dem Tisch. Achso, ich weiß gar nicht, ob ich das im täglichen Rhythmus raushauen werde, dieses Let's Play. Ha, mal schauen. Vielleicht kommt auch nur alle 2 Tage oder so. Ich weiß auch nicht, wie viele Folgen ich produzieren werde und wie viel auf einmal. Und ach, so viele Fragen. In diesem Sinne, Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Praxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.